Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, das ist ein bisschen spezielleres Video, denn das ist für einen Freund, der heiraten geht. Ich hoffe, das machen jetzt nicht zu viele, denn sonst ist das sau viel Arbeit für mich. Auf jeden Fall will ich heute hier draus eine unvergessliche Schale machen. Das ist ein Stück Linde, das habe ich noch selbst zugeschnitten. Und ja, das werde ich jetzt erst ein bisschen hier kleiner schneiden, damit das nicht so unwuchtig auf der Drechselbank ist. Gar keine Ahnung, ob das so hinhaut. Ich schneide, glaube ich, gerade überall einmal die Enden ab, damit die wenigstens einigermaßen gerade sind. Und so. Den hier schneiden wir dann auch mal so ab. Hallo, Herr Grontier. Und das ist doch jetzt Hochzeitsgeschenk für dich. Alter, das ist so warm mit dir. Warum machst du das? Finde ich ja ganz raus und das ist der Ofen. Und dann, ne? Flemm ich die, wirsch die helle, die weiche Jahreszeit raus und glasier das dann mit Harz. Jetzt guck ich mal, ob das du drauf passt. Okay. Alter, jedes Mal die scheiß Pnögel, oh ey. Dieser Zapfen hier, falls ihr euch auch die Maschine holen möchtet, damit könnt ihr den Spindelstock immer so ein bisschen arretieren, dass er immer so, so oder so steht. Das war wieder so eine präzise Angabe. Aber wenn ihr richtig große Sachen im Durchmesser drechselt, dann müsst ihr den eigentlich immer abmachen. Das haben die sich nicht so ganz gut überlegt, aber es weiter nichts ist. Außerdem, immer wenn ich Längsholz drechsle, überprüfe ich auch mit dem Vierzack-Mitnehmer, dass das Teil hier wirklich exakt parallel zum Spindelstock steht. Denn das Teil hier ist nicht so ganz genau. Ich habe gerade ein paar Ecken gekappt. Und jetzt kann ich das Teil hier festmachen. Unfest. Oh, das ist wirklich sehr fest. Cool, die Drehzahl passt auch. Ich habe mir jetzt hier den Durchmesser von meinem Rezess abgegriffen. Und den werde ich jetzt hier anarbeiten. Oh, der lässt sich so ja nicht drechseln. Als nächstes will ich das Teil mal flemmen. Die Idee habe ich mir auch so ein bisschen von Andys Werkstatt abgeschaut. Er hat nämlich einen Messerhalter gebaut und hat den auch geflemmt. Sowas habe ich in etwa auch vor, nur dass ich in meinem Fall halt ein anderes Holz nutzen werde. Und da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird. So. So, ich werde jetzt irgendwie mal versuchen, den Klotz hier ein bisschen abzukühlen, denn das qualmt ein bisschen, das geht doch in die Atem. Boah, das riecht ein bisschen nach Gras. Oh, das sieht schon cool aus. Ihr seht, ich habe die Oberseite jetzt alles mal geflemmt und das gefällt mir bei Linde schon mal ziemlich gut. Die Rinde hier muss aber trotzdem ab, denn die wird auf Dauer hier nicht mehr dran halten.
glaube, das müssen wir auch erst wieder flammen, bevor wir da weitermachen können. Ich spann jetzt das Teil mal hier in die Drechselbank ein. Yes, yes. So, bin ich mal gespannt, wie sich das hier drehen lässt. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich hier noch ein bisschen die Oberfläche bürste, damit ich ein paar Holzschichten rausbekomme. Und ich werde auch schauen, dass... Na gut, da wird jetzt die Hälfte hier reinfliegen. Na, mal schauen. Alter, Alter. Ach, Katastrophe, Alter. Jetzt machen wir das Gerät mal wieder an. Genau. Und jetzt fangen wir an, das zu schleifen. Cooles Teil. Ich will das Teil, glaube ich, von beiden Seiten mit Harz beziehen. Ich werde jetzt 3 Nägel einschlagen, damit ich das Teil später umdrehen kann. So, ich habe jetzt hier mal meinen Eimer Harz rausgeholt. Wieder Philipp live. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Alter, was schaffe ich denn hier jetzt? 1%. 1,5%. Oh, Chauselise. Soll man ein paar Pigmente reinmachen? Ein paar Pigmente wären doch schön lila, oder? Lila ist doch schön, die Pigmentfarbe. Lila ist schön. So, ich werde jetzt als erstes mit der Unterseite anfangen. Da werde ich das dann jetzt erstmal ausprobieren. Hallo, es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen und ich habe hier das Projekt in meiner Hand. Ich war mal am Überlegen, ob ich das vielleicht nicht hochladen, also da, ob ich es nicht hochladen soll, weil es so grässlich aussieht, dass ich euch gefragt habe auf Instagram und ihr habt mit 80%, glaube ich, waren das, dafür gestimmt, dass ich es trotzdem rausbringen soll. Es ist ja auch eine interessante Technik, die ihr bis jetzt im Video gesehen habt, hier gerade mit dem Kugeln. Und wenn man es dann nicht so übertreibt mit dem Harz, sieht es auch nicht so kacke aus. Ich zeige es euch aber mal im... Boah, das ist so fürchterlich, wenn so handgedrechselte Schale, wenn die dann nur so was Künstlichem riecht. Mir war es klar, dass es danach riechen wird, aber es passt irgendwie nicht. Ich zeige es euch mal im Nahen. Ihr seht erstmal, ich habe in der Mitte das Ganze rot gemacht. Das habe ich im Video nicht gezeigt. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich, glaube ich, auf Aufnahmen Stopp gedrückt habe und später ja doch noch ein bisschen Rot reingebracht habe. Weil hier die Kohle ein bisschen abgeblättert ist und dann halt hier in die Mitte rein ist. Und das fand ich doof, dass hier so ein paar Partikel gelegen haben. Ihr seht auch hier,
Hier habe ich es ein bisschen gut gemeint mit dem Harz. Wenn ihr nicht so viel Harz drauf packt, kann das auch durchaus richtig cool aussehen. Hier zum Beispiel. Aber ich glaube, ich habe das Mischungsverhältnis auch nicht so ganz getroffen. Hier sieht es cool aus. Das bedeutet, wenn ihr es nachmachen möchtet, macht nicht zu viel drauf. Sonst sieht es richtig blöd aus. Hier habe ich dann wieder ein bisschen viel drauf gemacht. Hier haben wir auch ein paar Trümpferler. Und grundsätzlich ist es auch nicht richtig cool ausgehärtet. Ich glaube, das liegt daran, dass ich es nicht gut genug gemischt habe. Oder das Mischungsverhältnis dann doch ein bisschen zu sehr Pi mal Daumen war. 1%. Ah. 1,5%. Ui! Was war denn das gerade? Also, ich habe ja eigentlich gesagt, dass das Geschenk sein soll, was die zu heiratenden Personen bekommen sollen. Aber das sieht so fürchterlich aus, das würde ich nicht mal einem schlechten Freund schenken. Also wird das hier nicht das Geschenk für das zukünftige Ehepaar werden. Und ihr wollt es sehen, ihr habt dann jetzt trotzdem dieses versaute Projekt bekommen. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Ding gefällt. Ob es euch überhaupt gefällt. Mir gefällt es auf jeden Fall gar nicht. Ja, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ich merke, mit diesen Harzprojekten muss ich einfach noch ein bisschen üben. Das soll noch nicht so werden. Nein, Spaß beiseite. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch die Schale trotzdem gefällt. Das finde ich für mich sehr wichtig, denn ich will wissen, wie euch das Ganze gefällt, was ich hier so fabriziere. Gerne kannst du mir auch mal in die Kommentare schreiben, wenn du mit Harz gearbeitet hast, speziell wenn du mal Harz gedrechselt hast. Da habe ich bis jetzt rausgefunden, dass meine Werkzeuge innerhalb von 3-4 Sekunden komplett stumpf sind und auch vorne die Schneide ein bisschen abknickt. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob das bei dir besser funktioniert, wenn du mit Harz schon gedrechselt hast. Und allgemein, die Idee ist richtig cool. Vielleicht werde ich es irgendwann wieder machen. Vielleicht würde ich das hier irgendwann wieder probieren. Aber diese Art der Schale hat mir halt eben jetzt nicht so gut gefallen. Wie gesagt, ich wünsche dir trotzdem noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Rumprobieren. Vielleicht willst du das ja trotzdem mal nachmachen und schauen, ob du es besser hinbekommst als ich. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Video.